Das sieht ja super hier aus. Da. Die Frauen machen da rum und der. Was macht der? Mr. Kramer. Jetzt kommt das Beste. Ich heiße Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte da ein paar Fragen. Ach Gott, der Typ. Können wir uns zu ihm setzen oder so? Hartnäckig bleiben. Sagen Sie mir genau, was mit Joseph Brown passierte. Raus! Verstanden? Los, verpisst euch! Was wollen Sie? Ein Zeuge sah Joseph Brown, als er in Ihre Limousine stieg. Er wurde dort das letzte Mal gesehen. Sie wurden verhaftet und verhört. Ihr Vater schaltete sich ein und der Fall wurde zu den Akten gelegt. Erzählen Sie Ihre Version, bitte. Er war allein. Ich bot ihm an, ihn heimzufahren. Die Polizei kam, ich erklärte das Missverständnis und konnte gehen. Das war alles. Nichts Anstößiges, oder? Doch. Skeptisch. Ich weiß nicht. Ihre Geschichte zieht einfach nicht. Sie reden einen Haufen Schwachsinn. Sagen Sie mir einfach die Wahrheit. Na gut. Ich bin der Origami-Killer. Ich hole mir die Opfer ins Auto, ertränke sie in Regenwasser. Ich lege sie irgendwo ab, eine Origami-Figur in der Hand und eine Orchidee auf der Brust. Ich tue das aus Langeweile, Mr. Shelby. Es ist ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Nichts weiter. Ist Ihnen das so recht? Oder wollen Sie mehr? Ende der Befragung. Weg mit dem Clown! Mist! So. Der sich freut da hinten, Alter. Okay, den glaube ich wirklich, dass er der Origami-Killer ist. So wie der sich freut. Leider haben wir gar keine Beweise. Sie wachen morgen nicht auf. Sie sollten Angst haben, Mr. Shelby, nicht ich. Gott, was bist du denn für ein kranker Psychotyp, ey. Also den glaube ich wirklich, dass er der Origami-Killer ist. Ganz ehrlich, der wirkt wirklich so bekloppt. Ich sage ja aus Langeweile. Ich hoffe, dass jetzt hier keine falsche... Ja, der wirkt auch nicht verrückt oder so. Besonders seine Lache wirkt ziemlich vertrauensvoll. Scheiße, dass wir keine Beweise haben. Harter Kerl. So. Mittwoch, 1942, 57,86 Millimeter. Wir sind wieder Ethan und sind, naja, auf der Spur nach weiteren Hinweisen.
Okay. Was sollen wir hier bei dem verfallenen Gebäude? Beziehungsweise... Oh, ein Schmetterling. Ich muss zum Schmetterling. Oh. Schmetterling. So. Sehr schön. Lass mich nicht ablenken, das ist gut. Sollen wir mal reinschauen? Kommen wir da rein? Mit genügend Extrocken kommt man überall rein. So, mach mal hin hier, Alter. Stell die so an. Okay, wir kommen den doch nicht rein. Wir sollen jetzt Leid erfahren, um unseren Sohn zu retten. Ich glaube, in diese Richtung, oder? Strom ist noch auf dem Werk drauf, das ist gut. Ist das gut, beim Strom rumzulaufen? Oh Gott, ich komme einfach mit diesen einen Typen da nicht klar. Okay, was haben... Ach! So, kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Sehr schön. Ach, Pfeife. Naja, macht nichts. Jetzt brauchen wir das Infektionsmittel. Ist das intelligent, hier durch den Strom zu laufen? Scheinbar. Ah, ich habe so Angst, dass wir gleich voll einen Schlag bekommen. Kommen wir eigentlich hier irgendwo lang? Na, irgendwo muss es ja eine Tür geben. Wirklich? Ach da, warte, da hinten ist eine Tür. Ins Gebäude gleich schon rein, okay. So, mach hin, es regnet. Überall diese Schmetterlinge. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ist das der Schmetterlingskiller? Okay, was ist das? Okay, wieder mit genügend X drücken. Kriegen wir es vielleicht jetzt auf? Ja, 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 es tut sich was. Komm, 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 komm. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber wir machen es trotzdem auf. So. Es wird auch Sinn ergeben, dass er der Killer ist, weil Autos stehen hier und wir kriegen immer Sachen geschenkt und alles. Streichholz. Erstmal Streichholz nehmen. Ist das eine Leichenverbrennung hier oder was soll das sein? Und jetzt explodiert gleich alles. Okay, da ist nichts drin. Wow, super. Das ist genau das Richtige für meine Klaustrophobie. Okay, klettern wir ein bisschen weiter. Oh Gott, Alter, das wäre hier überhaupt nichts für mich. Ich würde jetzt schon in Panik da liegen. Aber er hält das durch. Er ist nicht so eine Muschi wie ich. Ah, durch Glasscherben. Wir sollten ja leiden, hat er gesagt. Glas. Glassplitter. Messerscharf. Zurück geht nicht. Ich muss da durchkriechen. Ganz langsam. Sonst reiße ich mir die Arme auf. Okay, ganz langsam krabbeln wir da mal jetzt durch. Man könnte sie ja mit den Ärmeln irgendwie wegwischen, aber das wäre zu einfach. Deswegen gehen wir da einfach rüber. Oh Gott, wir müssen uns gleich entscheiden, links oder rechts. Scheiße. Ich würde sagen, rechts. Verbrauch nicht deine ganzen Streichhölzer, das ist doch hell genug, oder nicht? Die Streichholzflamme. Sie zeigt, woher die frische Luft kommt. Ich muss nur dem Windhauch folgen. Da wäre ich auch lang gegangen. Wegen Schmetterling. Nein, lass das. Oh. Toll. Nee, brauchst du nicht. Können wir das wieder abbrechen? Kannst du weiterkriechen? Oder guckt er jetzt die ganze Zeit nur das Streichholz an? Ich will nicht, dass er ein Streichholz verschwendet. Nachher haben wir keins mehr oder so. Scheiße, wir müssen es anzünden. Hat geholfen. So, und hier lang kriechen. Der hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben, muss ich sagen, der Kerl.
Was war das? Waren wir zu schnell? Okay, in welche Richtung jetzt? Nach, warte, von, warte, nach rechts. Musst du erstmal überlegen. Wir dürfen nicht zu schnell klettern, habe ich das Gefühl. Was ist das? So, kletter mal in diese Richtung da, Junge. Was machst du denn jetzt? Drehst du gerade um? Jetzt halt mich voll verrat. Jetzt halt mich voll verlaufen. Okay, ich glaube, der hat gerade umgedreht, ne, der Typ. Ich weiß nicht, warum er wieder ein Streichholz anzünden will, aber der braucht das scheinbar. Nee. Andersrum. Soll es eigentlich gerade nach rechts kriechen. Ja, sind nur Glasscherben, da kommt er durch. Oh, Alter. So, ganz langsam durch. Entschuldigung. Was ist das für ein Geräusch? Ach du scheiße Ratten. Ratten. Ja. Reizend. Wenn die reinkommen, kann ich auch raus. Haha, sag das nicht. Ratten können auch durch kleine Löcher krabbeln, also. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Weiter geradeaus. Oh Gott, Alter, war voll das Labyrinth hier unten. Alter, ist das krank hier, ey. Oh, ich dachte, ich sollte in der Richtung, wo die Flamme nicht hinzeigt, aber okay. Warum geht er nicht intelligenter vor? Warum geht er nicht mit den Füßen vor oder so? Dass er die Scherben beiseite tritt oder so, aber okay. Ich verstehe es nicht. Steht da drauf? Ganz langsam. Okay, jetzt haben wir gleich wieder eine Entscheidung. Geradeaus sieht nicht danach aus. Das sieht nämlich schon zugestellt aus. Aber es kann auch sein, dass sie uns verarschen. Schauen wir mal. Nehmen wir mal Streichholz. Okay. Wir jetzt mal hier lang. Ich hoffe, das ist richtig. Weil er kann so lange hier drin rumkrabbeln, wie er will. Also das ist mir ja persönlich egal, aber trotzdem, ich will ja hier kein, ne, fieser Möppel sein. So, nicht so schnell. Nein, anhalten wollen wir auch nicht. So. So, jetzt lang. Streichholz wieder. Das sind auf jeden Fall gute Streichhölzer. Okay, nach rechts. Oh, ich glaube, da geht's raus, oder? Ist da vorne der Ausgang? Nicht so schnell, Junge. Nicht so schnell. Bleib geschmeidig. Ganz langsam. Vorne sieht aus, als ob es rausgeht. Zumindest aus diesem Bereich hier, aus diesem Tunnel. Denn ich glaube, da wird noch viel mehr kommen. Aber scheinen die anderen Väter auch geschafft zu haben. Ich hätte sonst die Leichen liegen gelassen oder vielleicht hätten wir die Leichen gefunden oder so. Wir haben es geschafft. Oh Gott, endlich raus aus dem kranken Loch da. Oh toll, noch mehr Glasscherben. Ach, gedrückt halten, sorry. Wollte, dass du ein paar Schmerzen hast. Ah, das sieht aber auch aus jetzt. Ja, aber wir sind eigentlich ganz gut davon gekommen, oder? Haben wir doch eigentlich gut gemacht. Okay, es wird besser. Es wird einfach immer besser. Ich merke das. Jetzt durch irgend so ein Loch rutschen ist klasse. Okay. Es ist so klasse. Ich schätze mal, ich habe keine andere Wahl. Oh, das wäre absolut nichts für mich. Sowas von überhaupt nicht. Da wäre mir mein Sohn egal, ganz ehrlich. Weil ich auch keine andere Wahl habe da eigentlich. Und los. Juhu! Wer weiß, was da unten ist?
da hätte ja sonst was sein können. Da hätten überall Messer sein können und der rutscht da einfach runter. Oh Gott, Strom, Alter, wenn ich das schon sehe. Scheiße, Alter. Das wird nicht lustig. Wie soll ich da denn... Soll ich da durch? Achtung. Risiko des Elektroschocks. Nicht anfassen. Okay. Ach du Scheiße, wie soll ich da denn jetzt durchkommen? Nein, ich will da nicht runter. Hallo? Elektrizität? Tod? Können wir uns erstmal noch umgucken? Können wir das vielleicht irgendwie ausschalten? Bevor wir jetzt todesmutig da runterhüpfen. Oh, das Loch sieht jetzt auf einmal viel größer aus, wo wir durchgekommen sind. Können nichts machen. Ach du Scheiße, Alter. Okay, was steht? Go, 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 Board. Was? Was ist das? Gehen. Oder? Nee, bleiben, oder? Ja, scheiße. Was heißt Go-Wort? Scheiße, ich weiß nicht, was das heißt. Okay, wir schauen uns doch erstmal noch ein bisschen um. In der Hoffnung, dass wir hier keinen Elektroschock bekommen oder so. Oh, da sollen wir wirklich durch. Ach du Scheiße, ey. Oh Gott, wenn ich jetzt hier einen Fehler mache. Der wird gegrillt. So, durch das erste Kabel sind wir durch. Oh Gott, das hat sowas fast von Saw hier. Ach du Scheiße, Alter. Vielleicht, ich weiß nicht, ich habe nicht viel gesehen. Ganz vorsichtig, 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 vorsichtig. Ganz geschmeidig. Du bist der Top-Agent hier. Du bist hier Mission Impossible-mäßig, Mann. So. Nee, da können wir nicht durch. Da ist doch überall... Da ist doch überall Strom. Das können wir nicht machen. Versuch es noch mal einen weiter. So, ganz geschmeidig. Zu nützen wir nicht so fett. Da hätten wir doch noch nicht mal durch die Röhre gepasst. Was hätten wir dann eigentlich gemacht? Oh Gott, so viele Tasten kann ich gar nicht drücken. Ich brauche noch einen Assistenten hier, der mir hilft, die Tasten zu drücken. So, da könnten wir jetzt, glaube ich, lang. Das sieht aus, als ob wir da lang können. Das sieht aus, als ob wir jetzt hier hoch können, weil da laufen keine Blitze lang. Das wäre doof, wenn wir an den Blitzen durchlaufen, ne? Mann, ich will wissen, was durch die Tür gekommen, was bei der Tür passiert wird. So, und jetzt noch das Beinchen. Noch das Beinchen. Ganz entspannt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Vor uns sieht aus, als ob keine Blitze sind, oder? Au, oh, sorry, falsche Taste. Aua, das tat uns weh. Ich merke das schon. Geht das irgendwann weg oder haben wir... Okay, wir haben echt nur begrenzt Zeit. Scheiße. Wir haben Aua Bubu. Alter, so viele... Habe ich nicht. Hallo? Noch ein Assistenten, der mir hilft. Okay, da kommen wir nicht durch. Alles klar. Scheiße. Nach rechts? Nach rechts könnte man vielleicht. Das sieht vielleicht danach aus. Ja, das könnte hinhauen. Das könnte hinhauen. Ja, komm, weiter, weiter, weiter. Hoffentlich kommt nichts mit Controller schütteln. Damit komme ich nämlich überhaupt nicht klar. Okay, es sieht aus, als ob wir jetzt hier... Ja, hier können wir lang. Da liegt wieder eine SD-Karte.
So, die richtige Taste drücken. Kein Elektroschlag. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffst du, das schaffst du. Glaub an dich. Wir glauben alle an dich. Wir feuern dich alle an. Los, 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 los. Oh Gott, ey. Gut, und noch einen weiter. Noch einmal. Oh, uns geht's wieder besser. Okay, worauf wartet er? Achso. Oh, geschafft, Gott sei Dank. Eine weitere SD-Karte mit einem Video von unserem Sohn. Scheiße, wir müssen uns echt beeilen. REELT. Sag uns doch gar nichts. Ich war noch nie gut im Glücksrad. Wir kommen dich auf jeden Fall holen, Sean. Wir kommen immer näher. Wir schaffen das noch.